Donnerstagabend, 21 Uhr. Einen wunderschönen guten Abend in die Republik. Wir sind wieder dabei, Alex und Ragnar, heute mit unserem Special Guest Sebastian Kolberg. Mein lieber Ragnar, ich grüße dich. Hey, wunderschönen guten Abend. Ich grüße euch ebenso, Alex, in deiner Heimat, in deinem Büro. Du bist doch am Arbeiten hier. Hältst doch die Stange. Ich bin schon im Homeoffice. Ich bin im Studio, mein Junge. Ich muss ja immer aus dem Studio senden, ja, ganz genau. Und bist du ein bisschen schon in Weihnachtsstimmung? Ich sehe da irgendwie ein Bäumchen hinter dir. Ich bin noch, genau. Ich habe es extra für euch ein bisschen weihnachtlich gemacht. Habe den Glühwein hier heiß gemacht. Freue mich sehr auf die Sendung. Bin immer noch im Homeoffice und werde auch laut den Ankündigungen meines Arbeitgebers noch mindestens bis März im Homeoffice bleiben. Von daher, genau. Einfach, Leute, macht euch gemütlich. Frage an die Runde, den Zuschauer, habt ihr euch schon euer Homeoffice weihnachtlich gestaltet? Habt ihr auch schon überall Lichterkerzen? Die Weihnachtsmützen, alles was man so braucht. Ich gucke hier schon mal gerade durch. Nur zu meiner Mutter, zu meiner Frau und so weiter. Und dann kann ich schon die ganzen Sachen hier abstauben und mein Homeoffice dekorieren. Sehr gut. Viele Stammgäste sind wieder mit dabei. Wir grüßen euch alle. Hier kommen ganz viele Nachrichten gerade rein. Ich muss immer so auf eigenes Auge, gucke ich mal ein bisschen mit. Sehr gut. Christoph ist auch dabei. Sehr schön. Oliver ist mit dabei. Andreas ist wieder mit dabei. Toll. Ja, schön, dass ihr alle dabei seid. Wir haben auch wirklich ein super Programm heute. Ich blende es mal ganz kurz ein. Es läuft schon mal ein bisschen durch. Genau, denn Sebastian Kolberg ist mit dabei. Und wir haben auch ein wunderbares Preisausschreiben heute wieder. Ach nee, wir haben den Teaser jetzt zum Start vergessen. Ne? Ich wollte noch eben erzählen, was wir letzte Woche hatten. Ne? Auch genau. Ja, genau. Thomas war da, Thomas Lorenz, und der hat ein bisschen was, unsere Governance Month, den wir hatten, unser Governance Monat, den wir hatten, mit Raphael Kölner, Christian und Thomas, die dann auch ihre Governance-Lösung vorgestellt haben. Und genau, aber damit haben wir einen guten Abschluss gefunden und jetzt gehen wir in die Dezembermonat rein und wir haben jetzt auch wieder noch tolles Programm, geht bis zum 17. Des Monats und da werden wir gleich nochmal oder später nochmal drüber erzählen. Weil wir nicht durchstreamen. Ich dachte, wir würden jetzt die ganzen Feiertage durcharbeiten. Ich hab mal geguckt, der nächste Donnerstag nach dem 17. ist übrigens der 24. Also ich auch kurz. Liebe Zuschauer, wenn ihr dann unter dem Weihnachtsbaum uns angucken würdet, würden wir auch streamen, aber. Dann machen wir ein bisschen. Aber ich mal die Kirche im Dorf lassen und hier mal, genau. Ich glaube, das wird schwierig auch zu Hause. An der Auszeit. Ja, nein. Das kriege ich wahrscheinlich auch nicht durch. Und von daher blätter ich hier noch einmal ganz schnell durch. Sehr schön. Was haben wir hier im Weihnachtsbaum? Grüße aus Neu-Wulmsdorf. Meine Frau hat unserem Haus schon einen Weihnachtsbaum gemacht. Hallo, Lennart. Oh. Super. Was wollte ich euch jetzt erzählen? So, jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander gekommen. Und zwar, jetzt geht's erstmal ins Gewinnspiel schnell rein. Ja, und auch heute wieder haben wir ein wunderbares Poly Voyager 4210, was ihr gewinnen könnt. Hier seht ihr den QR-Code, ich blende ihn oben rechts auch nochmal ein und ich gebe ihn noch in den Chat rein, wenn ich das jetzt noch schnell schaffe. http://t1p.de/ geht auch schneller, IHT, so ist richtig, ich glaube. So, also könnt ihr teilnehmen. Ein Poly Voyager 4210. Vielen Dank an Poly für die Unterstützung heute wieder. Und was wir noch vorbereitet haben, ich hatte es ja gerade schon angedeutet, Ragnar, ne? Wir haben uns ein bisschen was überlegt, was wir die nächsten zwei Wochen noch machen wollen. Und Teaser mache ich jetzt noch nicht für nächste Woche, aber übernächste Woche. Wir wollen nämlich euch in die Show holen. Wir haben so viele tolle Stammgäste dabei. Und wir wollen euch live in unsere Show reinholen. Wir sind ja hier mit StreamYard unterwegs und StreamYard hat ja eben die Möglichkeit, dass wir relativ leicht auch Gäste mit in die Show reinholen können. Und das wollen wir am 17. Dezember mit euch machen. Wir machen so eine kleine heimliche Weihnachtsfeier mit unseren Zuschauern. Und damit ihr auch in die Show reinkommt, müsst ihr aber ein bisschen was tun. Und das haben wir jetzt mal vorbereitet. Das sieht dann so aus. Wir wünschen uns, dass ihr als Gast live dabei seid und dafür sendet ihr uns ein Video.
ein kurzes Video mit dem Handy gedreht, im Querformat am besten. Was ist dein bester Teams-Tipp? Ja, das wollen wir von euch haben. Was ist euer bester Teams-Tipp für die Community? Dreht ein ganz kurzes Video, müssen nur 10, 20 Sekunden sein und wir losen dann aus unter allen Einsendern, wen wir mit in die Show holen. Wir werden so eine kleine Gruppe draus machen. Wir schauen mal, ich sage jetzt mal keine Zahlen nachher, schickt keiner ein Video, das wäre ja auch ein bisschen unangenehm dann, aber ich denke mal, ein paar Videos werden wir bestimmt kriegen, und wenn wir nachher 5, 6 in der Show sind. Wir werden auch ein paar Preise noch verlosen dann am 17. Also es lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen. Was ist dein bester Teams-Tipp? Kurzes Video, Handy im Querformat und dann schickt ihr das an info@teamsfuralle.de. Wahrscheinlich dann OneDrive-Link oder ein Medium eurer Wahl, wie ihr das Video irgendwie zu uns kriegt. Ich sage gleich dazu, wir werden es natürlich auch veröffentlichen. Ist natürlich klar. Also wir drehen das nicht nur für uns, sondern eben für... Bitte nur dann zuschicken, wenn das auch wirklich deine in so einer Kompilation Best-of auf YouTube von uns sehen möchtet. Ganz genau. Ja. Dann es wird veröffentlicht. So sieht's aus. Und also vielen, das vielen Dank auch für die tollen Kommentare hier, dass ihr uns doch am Heiligabend unter dem Weihnachtsbaum haben möchtet. Wir müssen nochmal mit Alex in die Bütt gehen, ob wir das wirklich auch machen wollen. Aber wir freuen uns jedenfalls über eure wohlwollende Kommentare. Ja. So, Ragnar, dann gucke ich nochmal, ich mache nochmal ein bisschen Werbung ganz kurz für uns, weil wir haben doch viele neue auch immer wieder dazwischen. Wo findet ihr uns eigentlich? Wir sind ja auf so ziemlich allen Plattformen, irgendwie Facebook, LinkedIn, Twitch, Twitter und eben auch auf YouTube. Und YouTube ist eigentlich, finde ich zumindest, das beste Medium dafür. Nein, darf ich das sagen? Die anderen sind natürlich auch total super, aber auf YouTube hätten wir die Chance, man kann dort leichter quasi nochmal die alten Streams sich angucken, wenn man mal eine Sendung verpasst hat, ne? Und wir sind ja auf beiden Plattformen, die könnt ihr also hier unter t1p.de und dann jeweils unseren Namen, Achtung, Groß-Kleinschreibung beachten, sonst kommt ihr da nicht hin, dann findet ihr uns da. Adamo, ja, coole Sendung. Dankeschön, geht gut los hier. Ja, ich würde sagen, dann ist soweit, ne? Ist auch schon 21.08 Uhr. Ragnar, starten wir? Hau wir rein, auf geht's. Was für eine große Freude. Einen wunderschönen guten Abend, Sebastian Kollberg. Ich grüße dich. Hallo Alex, hallo Ragnar. Hallo Sebastian. Schön, dass du dabei bist. Und ganz kurzes Intro von meiner Seite. Ich habe noch mal ein bisschen gescrollt, woher wir uns eigentlich kennen. Und wir sind auch LinkedIn-Bekanntschaften, wie man sich dann irgendwie so über den Weg läuft dabei. Und habt in den Nachrichten, scrolle ich dann immer noch mal ganz nach oben. Wir haben uns da doch relativ viel auch immer geschrieben. Das fing am 20. Januar diesen Jahres. Also wir sind quasi eine 2020-Bekanntschaft, wenn man so will. Du hast damals deine Nuggets gerade verteilt zum Thema Teams. Und ich konnte es wahrscheinlich nicht lassen, irgendwo immer meinen Kommentar drunter zu schreiben, bis du dann irgendwann mich mal angeschrieben hast. Und ja, so fing das Ganze mit uns beiden an. Und wir haben immer im Laufe des Jahres immer mal wieder Kontakt gehabt. Und ja, ich freue mich super, dass du heute Zeit hast, dabei zu sein. Du hast ganz viele Themen mitgebracht. Und Ragnar, ihr kennt euch aber, glaube ich, ein bisschen länger schon, oder? Genau, ich kenne den aktuellen Tag nicht mehr. Wir kennen uns auf jeden Fall aus der Working Out Loud Szene. Da hast du dich ja sehr stark eingebracht. Wir haben uns zum letzten Mal gesehen auf dem Working Out Loud Camp Ende 2019. Genau, da haben wir uns zum letzten Mal in Berlin gesehen. Bist da irgendwie bekannt als Wuva-Rocker, als Volleycorn. Bringst jedenfalls sehr aktiv in die Szene ein. Von daher kenne ich dich aus dieser Welt, wo es um neue digitale Arbeitsweisen geht und vor allen Dingen, wie man mit neuen Netzwerken und neuen kulturellen Veränderungen Ziele besser, einfacher, schöner, mit mehr Freude erreichen kann. Und darum soll es auch heute bei uns gehen, dass wir uns wirklich die digitalen Werkzeuge nochmal anschauen von Office 365 und da gucken, wie kann man dann eine kulturelle Veränderung schaffen, wie kann man zum Teil auch in neuen, innovativen Arten lernen und vor allen Dingen Ziele erreichen durch Netzwerken. Das soll heute Abend so das Thema sein und genau, das war der Kontext, woher wir uns kennen. Du bist von deiner Rolle, bist du Vice President bei der Bayer AG in Leverkusen im Bereich HR. Magst du noch ein bisschen was zu deiner Rolle sagen? Was stell ich mir vor, welche Lösung du dort unter deiner Herrschaft hast? Ach ja, vielen Dank. Ja, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Ich habe eine längere Reise schon bei Bayer oder wie man bei uns sagt, Hashtag Team Bayer unterwegs. Ich war mal für den Bereich Learning und Training verantwortlich, habe dann die letzten Jahre Digital Change gemacht und das war tatsächlich der Moment, wo ich auch mit
Teams das erste Mal in Berührung kamen, weil wir in digitalen Transformationsteams quasi so die ersten waren, die so als Pilot-User dann anfangen durften, bevor das dann überhaupt tatsächlich weiter ausgerollt wurde. Und was ganz spannend war, du hast gerade hier auch Working Out Loud gesagt, als wir angefangen haben oder als Teams ausgerollt wurde, da ja, brauchtest du ja auch MS Teams irgendwie nicht wirklich. Ja, so die Frage, wofür brauche ich das und wie funktioniert das? Und naja, das ist 2 Jahre her und dann haben wir, oder 3 Jahre, und dann haben wir damals gesagt, ach guck mal, Working Out Loud ist doch eine tolle Methode, weil die, wenn die Leute zusammen irgendwie in so einem Circle lernen, dann können die das doch über Teams machen, weil dann legen sich ein eigenes Teams an, dann haben sie da ein Wiki und eine OneNote-Integration, können sich da ihre Guides reinlegen und Videokonferenzen üben, also all diese Dinge, die heute wahrscheinlich fast normal sind. Ja, so hat das mit Working Out Loud angefangen. Und ja, jetzt seit einem Jahr bei HR Solutions bei uns im Bereich. Wir sind als ein großartiges Team dabei unterwegs, vereinfacht gesagt, Lösungen zu erzeugen. Ja? Das Business hat Probleme und wir haben Lösungen oder wir bauen Lösungen, wir finden raus, wie können wir das machen. Und ich bin gerade so in diesem Bereich AI und Data Insights unterwegs mit einem Team, wo wir uns einfach angucken, welche Daten haben wir eigentlich, welche Personaldaten haben wir nicht und wie können die eigentlich dabei helfen, Mitarbeitern selber, aber auch Führungskräfte, bessere Entscheidungen zu treffen. Ein ganz hochspannendes Thema. Wahnsinn. Ja, genau. Das mache ich. Sehr cool. Du bist die Teams-Reise, hast du ja gerade schon erzählt, hast du angefangen. Und du bist ja auch jemand, der gerne das teilt mit anderen. Ne? So hatte ich ja gerade erzählt, hast du ja auf LinkedIn sehr viele Themen dazu geteilt. Und du hast ja uns heute, glaube ich, auch ein bisschen was mitgebracht. Ne? Hashtag sharing is caring. Yes. Ja, ganz spannend. Also ich hatte ja so ein bisschen gerade auch in den Chat schon gesehen. Also ich berichte natürlich sehr stark aus Anwendersicht, also als Mitarbeiter oder als Führungskraft. Und nicht unbedingt, da kann ich auch was zu sagen, aber nicht unbedingt so aus der Frage, wie führt ein Unternehmen das ein? Weil ich glaube, da gibt es eine ganze Menge, was man gut oder schlecht machen kann. Aber am Ende funktioniert es ja nur so gut, wie die Menschen, die zusammen eine Technologie nutzen, tatsächlich auch miteinander arbeiten. Und ja, was irgendwie ganz lustig war, ist, dass ich die ganze Zeit schon ja Teams genutzt habe und wir dann in unserem neu gegründeten Bereich HR Solutions dann Anfang des Jahres gesagt haben, komm, wir arbeiten jetzt anders zusammen und MS Teams ist ein Tool. Jetzt natürlich die Frage, wie enablest du so ein Tool? Ja, weil irgendwie musst du ja so zumindest mal so Basic Functionality vermitteln. Ja, und zwar das möglichst asynchron. Ja, also jetzt alle zusammenholen und irgendwie eine große Show machen. Wie kannst du asynchron zum Nachlesen was machen? Dann habe ich angefangen, meine ganzen Erfahrungen einfach runterzuschreiben. Und dann sagte irgendwer, warum postest du das nicht auf LinkedIn? Und die großartige Alexandra Perl hat dann noch die Sketchnotes oder die kleinen Figürchen dazu gemalt. Und dann haben wir da diese Reise entwickelt auf LinkedIn. Und ach, das kommt daher. Also diese, ja, diese legendäre Landkarte der digitalen Kompetenzen von der Frau Stullengold heißt sie, glaube ich, auf Twitter. Genau, Stullengold. Stullengold heißt sie, genau. Die hat das auch gemalt. Genau. Du meinst jetzt was anderes, aber die hat auch diese Landkarte gemalt. Die hatte Harald Schirmer. Wunderbar, halt Sketchnoten. Ja. Genau. Ja, also ich meine, wie hat es angefangen? Also das erste ist ja klassisch. Alle sind gewohnt, normalerweise mit Outlook zu arbeiten. Ja, genau. Und ich springe jetzt bewusst ein bisschen zurück, weil ich glaube, wir kommen gleich noch an den Punkt, was dann mit Covid-19 passiert ist, dann sieht es ja anders aus. Aber als wir angefangen haben, haben wir ja alle erstmal mit Outlook gearbeitet. SharePoint gab es natürlich auch und solche Sachen. Aber warum jetzt eigentlich Teams? Ja, und dann, ja, wir machen jetzt einfach alles, was wir in Outlook gemacht haben, machen wir in Teams. Fail. Ja, also nicht. Nee, und ich glaube aber, das ist auch das, wo wir immer noch auf dieser Reise sind, auch und auch viele andere ja auf der Reise sind. Es geht nicht darum, statt in Outlook jetzt plötzlich in Teams zu arbeiten. Darum geht es überhaupt nicht. Nein. Ja, und es ist eben auch so, dass während wir eigentlich ja alle immer Standard gewohnt sind, so fixierten Standard, ist ja Teams etwas, was sich im Monatsrhythmus weiterentwickelt. Mit wieder neuen Funktionalitäten, Breakout Rooms, großartige neue Funktionalität gibt es jetzt seit, ich glaube, 1, 2, 3 Tagen aus der Preview raus. Hast du es schon? Hast du es schon? Ich habe zumindest das Announcement gesehen. Ich habe es heute noch nicht eingespielt gehabt. Ich habe gerade heute nochmal geguckt. Sie schrieben Anfang Dezember bis Mitte Dezember. Ist nämlich nochmal verschoben worden. Und ja, jetzt genau. Warten ja alle auf die Weihnachtsfeier, dass sie ihre Weihnachtsfeier damit machen können. Wir auch. Ich bin gespannt, ja. Okay, jetzt gehen wir weiter. Ja, aber zurück zu dem Thema. Also genau genommen ist es ja ein Kulturwandel.
Ja, also die Frage ist ja, wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Und das haben wir früher mit statischen SharePoints und statischem Outlook und E-Mails gemacht. Und dann hast du so diese Thematik mit E-Mails, schickst du irgendwo hin und dann werden sie dort abgelegt und sind weg und auch nicht mehr auffindbar. So, und jetzt sagst du, wir wollen aber anders arbeiten, wir wollen transparent arbeiten, wir wollen uns vernetzen. Und dann ist plötzlich alles Transparenz. So, und wenn aber jetzt plötzlich all das, was früher irgendwo verstaubt ist in einer Outlook-Inbox, jetzt transparent ist, heißt das natürlich, dass das Informationsvolumen sich massiv erhöht. Das heißt, die erste Reaktion ist Massive Information Overflow. Ja, und dann hast du dazu noch die Diskussion, dass du ja mit deinem Team auf Teams arbeitest, aber alle anderen um dich rum ja noch mit Outlook. Das heißt, Outlook. Du musst jetzt nicht nur noch Outlook organisieren, du musst jetzt auch noch Teams organisieren. Dann wird es ja noch mal komplizierter. So, und ich glaube, das ist dann der Punkt, wo wir uns dann angefangen haben, auch Gedanken zu machen, was sind so eigentlich die wesentlichen Themen? Ja, und kennt ihr dieses Fear of Missing Out? Oh, ich liebe dieses Joy of Missing Out. Und das fängt halt FOMO und JOMO. Es fängt einfach schlichtweg damit an, dass man als Team sich erstmal zusammensetzt. Und das gilt im Übrigen ja nicht nur bei der Einführung, sondern das gilt ja jedes Mal, wenn du ein Projekt hast. Das heißt machst, ja, genau. MS Teams, weil es für Teams ist. Ja? Projektteams, ja. Abteilungsteams. So, und jedes Mal musst du wieder rein in diese Diskussion, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Ja, welche Kanäle brauchen wir? Welche Strukturen brauchen wir? Ja, welche Tags nutzen wir? Ja, so eine klassische. Aber wichtig. Ja, sag. Entschuldigung, ich muss unterbrechen, weil du sprichst mir ja aus dem Herzen. Ich bin ja nun als Berater unterwegs in den ganzen Firmen oder im SMB, im Mittelstand, kleinen Mittelstand bin ich unterwegs und ich sage immer, ihr müsst euch in den Teams zusammensetzen und besprechen, wie ihr zusammenarbeiten wollt. Ja, sonst entwickelt einer, fängt an, ein Team anzulegen, legt irgendwelche Kanäle an, lädt seine Leute ein, sagt, guck mal, jetzt können wir da drin arbeiten. Und alle gucken nur und sagen, verstehe gar nicht, was du da gemacht hast. Ja, warum soll ich jetzt da drin arbeiten? Outlook-Ordner und baut daraus 40 Kanäle oder irgendwas. Also, mein Tenor finde ich gut, dass du das auch so sagst, das ist ein Learning. Setzt euch zusammen, wenn ihr mehr als 3 Leute in einem neuen Team seid, müsst ihr euch abstimmen, wie ihr zusammenarbeiten wollt. Ja, sonst klappt das einfach nicht. Ja, schön. Ja, muss ich jetzt reingrätschen, um das nochmal zu unterstützen. Naja, und es ist ja auch weniger ist mehr. Das ist ja auch mal das. Wie viel Channel brauchen wir eigentlich? Naja, also habe ich von Luise Frese gelernt. Vielen Dank, Luise. Du brauchst erstmal einen Channel, der heißt General, weil das ist dein Metakommunikationskanal. Da sind keine Inhalte drin, das ist Metakommunikation. Ja, da kannst du Announcement machen, wie auch immer. Die wirklichen Themen werden dann halt in den dazu angelegten Channeln gemacht. Aber erstmal so wenig wie möglich. Ja, weil sonst habe ich, und jeder kennt das heutzutage, der mit Teams auch arbeitet, ich habe nicht nur unglaublich viele Teams, sondern unglaublich viele Channels, und Luise macht auch perfekte Sketchnotes, das stimmt. Ich habe sonst unglaublich viele Channel. Also ich fange mit ganz wenigen Channel an, und dann ist aber das Zweite, was ich unbedingt brauche, die Frage, wie informiere ich mich? Ja, bei einer E-Mail ist es klar, du bist als an oder in CC. Mhm. So, CC gibt es ja nicht. Ne? CC ist ja automatisch, ja, weil die Information ist ja transparent. Also, wie schicke ich an? Hauptregel ist erstens, ich habe die Channel-Namen und jeder Einzelne muss entscheiden, folge ich dem Channel oder nicht, weil wenn ich ihm nicht folge, kriege ich auch keine Notifikation. Das Zweite ist, wenn ich was von dir will, Alex, schreibe ich @Alex. Ja, oder so @Alex. Und der größte Gag ist natürlich Manage Tags, ja, diese Gruppen. Ja, also wenn ich immer an Alex und Ragnar schreibe, dann mache ich natürlich mir einen Tag, der heißt Alex und Ragnar. Das ist bei 2 Leuten witzlos. Aber bei 10 bekommt das richtig viel Sinn. Ja. Und ich habe dann in dem Team natürlich dann diese Verabredung, ihr lest es nur dann, wenn ihr eine Aktivitätsnotifizierung bekommt. Also nur, wenn du getaggt bist über Channel, Name oder die Tags, dann liest du es. Weil das ist die einzige Möglichkeit, diesen Information Overflow tatsächlich mal zu entkommen. Ja. Das ist sehr spannend. Also bin ich eigentlich jetzt laut genug, weil ich habe jetzt ein bisschen höher geregelt. Ja, vor allem bist du jetzt irgendwie mono. Du bist jetzt irgendwie bei mir nur links. Oh. Okay. Sofort. Und so, man hört dich jetzt atmen. Bin ich jetzt wieder gut dabei? Okay. Das sind wir voll schlecht besser in der Audio-Welt. Okay. Ja, aber
diese Hashtags, die nutzt du oder die nutzt ihr überwiegend in Teams oder nutzt ihr diese Hashtags auch in Yammer? Weil ich spreche jetzt mal gerade darauf an, weil in Yammer gibt es, werden die Hashtags und die Topics jetzt neu erfunden. Die werden komplett neu einmal halt umprogrammiert und kriegen jetzt neue Sinnhaftigkeit. Also ich bin ja, gut, ich komme, ihr kennt mich aus den Social Media, auch bei LinkedIn und bei Twitter, insofern bin ich eher so ein Hashtag-Fan, weil du halt über Teams hinweg, über Nachrichten hinweg, über Jammer-Gruppen hinweg eben diese Verknüpfung herstellen kannst von Informationen, ja, und wenn ich dann einen bestimmten Hashtag habe, der heißt halt Collaboration, ja, oder der heißt Microsoft Teams oder so, dann finde ich halt, egal ob ich jetzt gerade in dieser Gruppe aktiv bin oder nicht, finde ich halt über die Gruppen hinweg alle Beiträge, die dazu gehören. Und auch das ist natürlich so eine Geschichte, die je nachdem, wie komplex und wie groß das Projekt ist, ist mir das Auffinden von Informationen unheimlich einfach macht, ohne dass ich jetzt jeweils immer in die einzelnen Kanäle oder in die einzelnen Konversationen reingeben muss, indem ich einfach nach dem Hashtag setze. Aber auch das heißt natürlich, wieder zurück zu dem Punkt, ich muss als Team überlegen, wie wollen wir zusammenarbeiten, welche Struktur geben wir uns, welche Hashtags geben wir uns. Und wenn ich die nicht habe, die Hashtags, wenn ich mich da nicht drauf geeinigt habe, hilft es mir auch nicht, wenn ich der Einzige bin, der sie benutzt, sondern ja, das ist, ja, wie nutze ich Tags? Das ist die große Frage. Und da sprecht ihr auch drüber. Das heißt also ihr habt da wirklich auch im Team oder in der, oder sind die eigentlich, einer fängt an und andere springt drauf rein und so weiter. Weil ich habe das noch nie gesehen bei meinen Arbeitgebern, dass es wirklich eine Diskussion gibt über Hashtags. Nee, also ich glaube eher, das ist so in kleineren Gruppen im Moment. Also in Teams nutzen wir die Hashtags nicht so wirklich. Ich nutze da einige von, aber wir nutzen es tatsächlich noch nicht wirklich. In Jammer ist das ganz anders. Also in Jammer ist es ganz klar, dass wir gewisse Hashtags haben, die halt auch regelmäßig benutzt werden, um einfach Content wiederzufinden. Bei Jammer hat es sich durchgesetzt. Ich plädiere aber dafür, sich darüber auch Gedanken zu machen. Das ist vor allen Dingen sinnvoll, wenn du halt Teams hast mit ganz, ganz vielen Kanälen. Dann irgendwann machen Hashtags einfach Sinn, um Informationen zu finden. Nutzt ihr diese ganzen Möglichkeiten wie Hashtags zum Beispiel auch für das ganze Thema Krisenkommunikation? Weil du bist ja Führungskraft in der HR-Abteilung. Kannst du ein bisschen was uns erzählen über die Art und Weise, wie sich jetzt, ich muss das Thema nochmal ansprechen, wie das Thema Covid-19, weltweite Pandemie, euch verändert hat in der Art und Weise, wie ihr auch intern kommuniziert, wie ihr intern kollaboriert durch die Covid-19-Pandemie? Welche kulturellen Wandelerfahrungen habt ihr da gemacht in Bezug auf solche digitalen Tools wie Yammer und Teams? Ach, das ist eine tolle Frage. Also wir haben ja Anfang des Jahres angefangen, bei uns im HR-Bereich sehr verstärkt auch mit MS Teams zu arbeiten. Ne? Also wir haben erstmal Teams aufgesetzt, neu für uns als Organisation in den Abteilungen, in den Chaptern, in den Projekten und haben angefangen damit zu arbeiten. Aber wir waren ja im Büro. Ja? Also du konntest dich ja noch sehen, konntest miteinander sprechen. Klar sitzen nicht alle immer im selben Büro und wir arbeiten international, haben Kollegen überall in der Welt sitzen. Aber es gab ja viele andere Möglichkeiten. Und dann gab es diesen einen Tag, 13. März in Deutschland, Schulen sind zu. Und das hieß letztendlich auch für viele andere, auch für uns, wenn du nicht im Büro sein musst, ja, weil du deine Arbeit von einem Schreibtisch aus erledigen kannst, dann ab nach Hause. Und das war dann der Moment, wo sich natürlich alles geswitcht hat. Und auch die Kollegen, die vorher vielleicht das gar nicht brauchten, mit Teams zu arbeiten, die das nur als Informationsquelle genutzt haben, die mussten jetzt plötzlich natürlich auch lernen, ach, wie funktioniert denn das hier? Wie schreibe ich Beiträge? Wie plane ich eine Videokonferenz? Und so weiter. Na, wie mache ich so einen Sofortanruf? Wie teile ich Dokumente im Chat? Also all diese Geschichten, die man sonst nicht hatte, weil man, ich habe das da hingelegt, ne, so auf dem vorbeigenommenen Flur, gab es nicht mehr. Und das war natürlich ein wahnsinniger Wandel, den wir damit eigentlich begonnen haben, dass wir ad hoc von jetzt auf gleich in 2 Tagen die Trainingskonzepte, die wir ja schon hatten, aber die halt nicht notwendig waren, sage ich mal, aus der Tasche gezogen haben und virtuell hunderte von Leuten, also auch unsere ganzen Partnernetzwerke, Shared Service Center, auf Teams komplett geschult haben, in so 2 Stunden Schulung. Basic Functionality, ich weiß gar nicht, ich habe 900 Leute in einer Woche oder sowas geschult. Von da begann dann aber natürlich die Reise wieder, weil das ist wieder so dieses andere Thema. Natürlich kannst du die Technologie erklären und dann sind die Leute auch fit, aber wie arbeiten wir zusammen? Ja. Das ist dann das, was die Teams halt rausfinden müssen. Und dann bist du natürlich gerade jetzt so im Homeoffice, sieht man ja auch, ne? Sieht so ganz nach Homeoffice aus, dann musst du natürlich ganz anders kommunizieren. Und du merkst zum Beispiel diese Thematik mit dem, wir sind ständig nur noch in Videokonferenzen.
Teams ist natürlich hervorragend geeignet für asynchrones Arbeiten. Ja, also ein Dokument einstellen, andere machen Brainstorming. Du musst nicht alle zusammen sein, du kannst nacheinander brainstormen oder gleichzeitig in Dokumenten arbeiten. So, aber das sind natürlich Dinge, das hast du vorher nicht gebraucht. Und das müssen wir jetzt erstmal lernen. Was ich gerne wissen würde, du bist ja jemand, der auch sehr, sehr stark sich auch macht, so Hashtag Frauen stärken. Du bist ein großer Fan von Netzwerke ausbauen, Netzwerke optimieren, besser machen, stärker machen. Hast du gemerkt, dass das Covid-19-Thema, die Pandemie und das Thema Zuhausearbeiten, Working from Home, die Netzwerke stärkt oder sind eher Sachen wie Working Out Loud da größere Treiber von bessere Netzwerke haben? Weil digitales Arbeiten und digital halt kommunizieren heißt ja nicht automatisch, dass die Netzwerke besser werden. Was sind so deine Erfahrungen? Was waren die größten Treiber in den letzten 9 Monaten für besseres Netzwerken? Oh, ganz spannende Frage. Ich denke nach, während ich was anderes sage. Mhm. Du hast nämlich gerade Frauenstärken gesagt, Working Out Loud, Katharina Krenz und ganz viele andere großartige Frauen organisieren gerade ein riesen Event ab Januar. Ihr könnt euch anmelden, workingoutloud.com/Frauenstärken oder Frauenstärken mit R als Hashtag mal bei Twitter eingeben oder bei LinkedIn, da findet ihr das, ist auch für Männer, ne? Weil wir sind ja nur gemeinsam stark. Ja? Also Frauenstärken heißt nicht nur Frauenstärken Frauen, sondern auch Männer stärken Frauen. Mhm. Also 2000 Leute haben sich schon angemeldet, wenn ihr wollt, kommt dazu. Was heißt das jetzt eigentlich? Und das ist das Schöne ja, bei Working Out Loud lernst du ja auch Netzwerke bauen. Also in Zeiten der Pandemie glaube ich, dass auf der einen Seite sehr stark natürlich diese klassischen physischen Kontakte einfach schlichtweg weg sind und damit sind auch gewisse Netzwerkstrukturen weg. Ja, weil du hast dich sonst mit Leuten einfach getroffen, ne? Das Treffen in der Kaffeeküche und so weiter. Was verstärkt tatsächlich natürlich jetzt dann passiert ist, ist diese Thematiken wie wir treffen uns morgens auf einen Kaffee oder wir machen um 16 Uhr die 30 Minuten Tea Time oder sowas. Ja? Also diese kleinen Check-ins, wo wir im Rahmen der Technologie, wer will und wer kann, wählt sich ein oder dieses Virtual Lunch oder solche Sachen. Ich persönlich habe mich ja sehr stark engagiert, auch solche Netzwerke auch aufzubauen. Hatte das große Glück, in einem Netzwerk auch dann in einem kleinen Circle dann mit eingeladen zu sein, wo wir uns gegenseitig auffangen. Ich glaube tatsächlich, wir machen das zu wenig. Also ich glaube, wir sollten eben, und das ist jetzt, guck mal, da steht der Weihnachtsbaum hinter dir, wir überlegen gerade, wie feiern wir eigentlich Weihnachten, ja? Und auf der einen Seite wollen wir natürlich alle auch Familie und auch möglichst viele Leute sehen. Auf der anderen Seite sagt die Vernunft, dass wir das auf jeden Fall besser nicht machen, ja? Also so wenig wie möglich, so klein wie möglich. Aber ganz ehrlich, wir haben doch die Technologie. Wir sitzen hier vor unseren Rechnern, wir haben Teams, wir haben all diese Sachen. Mit Teams kann ich auch jemand einladen, der nicht Teams installiert hat über die E-Mail-Adresse. Also Einladung schicken, Kamera anmachen und gemeinsam mit MS Teams doch die Geschenke auspacken oder zusammen singen oder einen Kaffee trinken und Kuchen essen oder Glühwein trinken abends eine Stunde. Also ich glaube, dass hier Teams uns als Technologie unheimlich helfen kann, uns wirklich dann auch nah zu sein, ohne uns physisch nah zu sein. Und ich glaube, dass das einfach eine Chance ist, die wir nutzen sollten. Total wichtig. Und vor allen Dingen, was ich wirklich jetzt von Leuten höre, die mich sehr stark inspirieren, ist, wirklich mal Calls aufzusetzen, die keine Business-Agenda haben, wo wir nicht über das Geschäft reden dürfen, sondern es gibt eigentlich nur eine einzige Frage, wie geht es dir? Genau, und das wirklich mal gründlich machen in der Atmosphäre, die vertrauensvoll ist, wo man sich aufgehoben fühlt, wo man sich auch öffnen kann. Ich glaube, das wäre mein Wunsch an den Advent, wenn wir sowas mal machen könnten, weil wir sind so voll mit Meetings, dass wir so fokussiert ständig das Meeting haben, weil wir sind so zugeknallt, dass diese Frage komplett keinen Raum mehr hat. Und das ist halt schade. Ja, weil die anderen Sachen, wo wir uns informell treffen könnten, wie eine Weihnachtsfeier, fallen ja halt auch aus. Das heißt also auch wenn wir in den letzten Jahren immer mal wieder Stress hatten zum Jahresendsport, hatten wir immer noch mal diese Ausgleichssachen wie Weihnachtsfeier. Müssen wir jetzt kompensieren. Ihr hattet ja Harald Schirmer bei euch als Gast vor ein paar Wochen mal. Link-Empfehlung Harald Schirmer mal gucken. Digital Christmas, Ideas for the Virtual Christmas Party. Ja. Vielen Dank, Sascha, da ist der Link. Super. Also mal bei harald-schirmer.de gucken. Da sind ganz viele tolle Themen, was man gemeinsam machen kann.
Ja, und da könnt ihr auch ergänzen. Also wenn ihr weitere Ideen habt, ne? Sharing is caring, einfach reinschreiben in die Kommentare. Wir können alle nur voneinander lernen. Genau. Ja. Gestern Abend kam übrigens auch von Microsoft auf YouTube, auf dem Microsoft Business Kanal, auch ein lustiges Video raus, wie Microsoft empfiehlt, Teams für die Weihnachtsfeier zu nutzen. Ja. Nicht nur in einem kleinen Team, sondern wirklich auch halt organisationsweit und breit. Da gibt es so ein kleines Video, was wirklich liebevoll gemacht worden ist. Und es gibt so ein kleines Playbook, so eine Anleitung. Das hat quasi Microsoft in den letzten beiden Tagen halt veröffentlicht. Und das finde ich halt sehr inspirierend, weil es geht wirklich um den virtuellen Glühweinstand und den virtuellen, also dass hier wirklich diese Art von Kommunikation, wo es auch wieder um kulturelle Veränderungen geht. Es geht um Change, es geht um Stärke, um Netzwerke stärken und um diese Befindlichkeiten aufzufangen. Weil ich persönlich, muss ich ehrlich sagen, ich höre viele Sachen einfach erst, wenn die Leute weggehen. Was, wie, der ist weg, der hat die Firma halt verlassen. Das höre ich immer erst ganz, ganz spät. Und früher, als ich noch im Büro war, habe ich da die Sensoren aufgerichtet und konnte dann halt schon früher hören, wie die Laune und Stimmung war. Und jetzt ist man so abgekoppelt zum Teil, dass man es erst merkt, wenn dann die Abschiedsmail reinflattert. Das ist schade. Ja, absolut. Und gerade zu diesem Thema Weihnachten, ne, und mal gemeinsam Zeit zu verbringen, ja, Hintergründe kann man tauschen, ne? Also einfach mal ein Bild vom Weihnachtsmarkt nehmen und alle dasselbe Bild machen, dann sieht das tatsächlich aus, als wäre man auf dem Weihnachtsmarkt, wenn das alles so zusammen ist. ja. Schickt uns noch mal in die Kommentare eure Ideen, was ihr so denkt, wie ihr Weihnachtsfeiern machen wollt, digitale Art. Wir freuen uns sehr auf eure Inspiration. Ich glaube, wir sind alle zum ersten Mal in der Lage, dass wir sowas virtuell machen müssen. Warum wir, ich sag's mal ganz kurz, Ragnar, du hast nicht mitgekriegt, warum wir jetzt die Kommentare teilweise immer doppelt einblenden, liegt da, und das einmal blende ich sie ein, dann redet Ragnar und sieht das nicht, und danach blendet Ragnar sie ein. Also deswegen kommen wir nicht. Ich bin leider in meinen Multitasking-Fähigkeiten so begrenzt, ich muss meine ganze Konzentration darauf hören, dass ich in die Kamera schaue und kann während dem Blick in die Kamera nicht mehr nach unten auf den Bildschirm gucken. Also ich bin sowohl visuell als auch kognitiv limitiert. Ich kümmere mich um die Kommentare, machen wir jetzt immer so, du machst das Interview weiter. Das, ich glaube, das ist doppelt besser. Gemoppelt hält ja auch besser. ja, kommt hier, guck mal, der Sascha, der ist heute auf unserer Spur. Der kommt damit auch. Ja, herrlich. Aber wir lachen gerade so schön und auch das ist übrigens ein ganz wichtiges und tolles Thema. Wir haben bei uns im Chapter einen Humor-Channel. Ein Humor-Channel, okay. Alte Witze, die du dir sonst an der Kaffeemaschine erzählst oder irgendwelche lustigen Grafiken oder was auch immer, ja, hast irgendwie einen tollen Link gefunden oder so, einfach um auch gemeinsam lachen zu können mal, ja. Mhm. Und ich finde, das ist auch eine tolle Möglichkeit, weil dann hast du halt so ein Feed, der läuft da durch, da weißt du auch, gut, wenn es dich nicht interessiert, machst du ausblenden, ne, ganz wichtig, Channel ausblenden. Ja. Und dann gucke ich aber mal rein, wenn ich Zeit und Lust habe. Und dann habe ich da einfach lustige Sachen und das verbindet natürlich auch, wenn du gemeinsam lachst. Ne? Ja, genau, es wechselt ab. Wir haben, das muss ich auch kurz erzählen, unsere Weihnachtsfeier, darf ich das eigentlich erzählen? Ach, das ist gar nicht offiziell. Gucken jetzt meine Zuschauer, meine Mitarbeiter zu. Ja, das kann, also ich, ich glaube, da ist die arbeiten alle bestimmt noch ganz hart. Also wir planen ein Schrottwichteln. Da bin ich auch schon ziemlich gespannt. Wir machen das halt auch über Teams natürlich. Das ist ja auch nochmal so ein bisschen Fun dabei, weil keiner weiß, wer denn eigentlich den Krempel des anderen kriegt. Da bin ich mal gespannt. Ja, es bleibt uns halt auch nichts anderes übrig. Ja, okay. Sebastian, gibt es noch irgendwelche Sachen, die du uns noch mitgeben, teilen möchtest, sagen möchtest? Wollen wir mal so einen kleinen Schlenker zu My Top Favorite Functionality mal machen? Ja, mach mal, das ist gut. So, neben dem, was vielleicht alle wissen, wenn du als Team natürlich zusammen bist, ist also die Frage, wie organisierst du dich? Erstes Thema, Hide Teams, Hide Channels, gerade eben schon mal kurz erwähnt. Alles, was ich nicht brauche, ausblenden. Das Zweite, was viele auch nicht wissen, ist, du kannst mit Drag und Drop, kannst du die jeweiligen Teams in der Reihenfolge aufbauen, dass das Wichtigste oben ist. Ja, und das immer mal wieder gucken, aber zu gucken, da muss ich nicht immer weiter runterscrollen. Pin, man kann Chats anpinnen, die ständig immer laufen, die pinne ich mir nach oben, dasselbe tue ich für die Channel. Ja, und so ganz simple, einfache Hacks, Life-Hacks, die aber unendlich viel Zeit waren, weil ich nicht scrollen muss, weil ich die Informationen sofort finde, weil Unwichtiges ausgeblendet ist. Oder hier dieses Thema kennt ihr auch, ne? Ihr seid in so einem Meeting und da läuft ein Chat nebenbei, dann seid ihr aus dem Meeting raus und der Chat läuft die ganze Zeit weiter. Ja?
kannst den Chat verlassen. Na gut, wenn du den Chat verlässt, hast du es nicht mehr, aber geh einfach auf den Chat, mach Mute, dann läuft das Ganze weiter und zu einem späteren Zeitpunkt gehst du rein und liest es nochmal. Ja, damit ich dieses ganze Thema, ich werde während der Arbeit gestört habe, nehme ich mal raus. Und der Top-Tipp, den glaube ich kaum jemand weiß, jetzt bin ich mal gespannt, wer das kennt. Nein, ihr wisst das natürlich. Wenn ich in Teams bin, habe ich doch unten dieses kleine Fragezeichen unten links, wo Hilfe draufsteht. Ja. Wenn ich da draufklicke, gibt es verschiedene Tabs, Training und Neuigkeiten. Ja, genau. Wenn wir einmal die Woche auf Neuigkeiten gehen, dann seht ihr nämlich immer, was ist die neue Funktionalität, die da eigentlich drin ist. Es kann so einfach sein, wenn man es halt weiß. Definitiv. Und das Allerneueste, was wir schon, das wir jetzt noch haben, das weiß vielleicht auch noch keiner. Pinned Posts sind endlich rausgekommen. Habt ihr das schon im Einsatz? Ja, genau. Also wir können Beiträge in einem Teams-Kanal anpinnen. Das bedeutet, dass er dann rechts, wenn man oben rechts das I, dieses kleine I aufklickt, die Infopane, dass man dort dann den angepinnten Post sehen kann. Kann man noch mal ein bisschen mehr Informationen über den Kanal zum Beispiel posten? Ja? Gerne so der Eröffnungspost ist ja so, warum, was machen wir in diesem Kanal? Worum geht es in diesem Kanal? Kannst du einfach noch mal mehr layouten, als einfach nur in der Kanalbeschreibung für sich selber. Ne? Also anheften, auch noch so eine neue Funktion, die dazugekommen ist. So, und dann kommt der Top-Tipp, weil das ist das, was wir ja gerade machen, ist, uns gegenseitig zu erzählen, was du gerade gelesen hast, was ich noch nicht weiß. Alex, du kennst ja auch Francisco Mello, Mr. Teams bei uns. Mr. Teams. Der hat eine ganz einfache, grandiose Idee gehabt. Wenn ihr Jammer habt, könnt ihr es auch auf Jammer machen, aber wenn ihr kein Jammer habt, macht ihr es auf Teams. Macht ein Teams als reine Teams-Community. Ja, wo neueste Microsoft-Infos ist ein Kanal, Use Case ist der nächste Kanal, hier Fragen stellen, der nächste Kanal. Und jeder User, der mal eine Frage hat, sag mal, wie geht denn das, postet das einfach rein. Wenn ihr da wie bei uns in der Community 3500 Leute habt, das dauert keine 10 Minuten, dann ist immer eine Antwort da, weil irgendwer immer gerade mitliest. Ja, und du kannst gar nicht alleine so viel lernen. Oder auch einige Funktionalitäten benutzt du ja gar nicht. Wie archiviere ich ein Team, anstatt es zu löschen? Ganz simpel. Also all diese kleinen Themen kannst du natürlich, Sharing is Caring, eine eigene Community aufbauen, wo man sich gegenseitig hilft. Und dann lernst du voneinander. Und vor allem, genau, die IT machen. Auch entlasten kann. Ne? Weil die IT hat auch eine Menge halt Anforderungen. Das wird auch nicht weniger. Und jetzt können wirklich die User helfen auf Augenhöhe. Mit Tipps, die vielleicht sogar, wo noch die IT was lernen kann. Weil der Wandel einfach so stark ist, jetzt bin ich wieder bei unseren Lieblingsthemen, kulturelle Veränderung und Wandel. Microsoft rollt einfach extrem viele Features aus und das überfordert zum Teil auch die IT, das überfordert die HR-Abteilung im Bereich Training und Weiterbildung. Wenn sich dann die Mitarbeiter selber die besten Tipps und Tricks zeigen können, ist das natürlich die beste Art, die ich mir halt vorstellen kann. Wir machen auch immer ein Teams SOS-Team, wo die Champions entsprechend auch natürlich mit immer so ein bisschen den Moderator machen und dann haben wir auch immer einen Kanal User helfen Usern, um einfach das Schwarmwissen dann auch an der Stelle zu nutzen. Ne? Und dann hast du gleich so eine kleine Knowledge Base aufgebaut da drin. Ne? Das ist echt super. So, jetzt muss ich ein bisschen auf die Zeit mal gucken. Wir haben ja gleich noch einen kleinen Slot. Wir haben ja bewusst ein bisschen länger gemacht, denn wir freuen uns sehr, dass du quasi mit dabei warst und wirklich viel geteilt hast. Dieses Community-Ding und Sharing is Caring ist eben etwas, dass du sehr stark lebst und das ist wirklich toll. Es kommen hier noch unendlich viele Kommentare gerade rein. Ragnar, ich rede, du kannst mal klicken. Ich nehme die auch gleich nicht nochmal. super. Also an der Stelle, Sebastian, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dazugekommen bist. Es war wirklich eine super, super Show. Wer es verpasst hat oder den Anfang nicht mitgekriegt hat, kann das auf YouTube, auf Ragnar, also meinen Kanal oder auf allen anderen, wir sind ja überall irgendwie unterwegs gewesen, auch nochmal ansehen. Es wird ja alles aufgezeichnet. Und dann bleibt mir nicht viel anderes zu sagen, als dass ich dir eine wunderbare Weihnachtszeit wünsche, so gut das eben denn jetzt alles so geht. Bis 10. Januar ist das Ganze ja nochmal verlängert worden, wobei, wenn wir ehrlich sind, wird es uns wohl noch ein bisschen länger in Schach halten. Und nichtsdestotrotz die gefühlte Nähe vielleicht mit Teams herzustellen, wenn das über die Entfernung eben nicht anders geht. Schön, dass du dabei gewesen bist. Vielen Dank. Ragnar. Und hoffentlich nicht zu stressige Adventszeit. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch an alle, die da draußen zuhören. Bleibt gesund, haltet Abstand, tragt Maske, aber vor allen Dingen nutzt die Technologie, um euch trotzdem nah zu sein, auch wenn ihr euch nicht in den Arm nehmen dürft. Alles Gute. Schöne Weihnachten. Christian, es gibt's auf YouTube zum Nachschauen. Genau. Also, sehr gut. Mach's gut. Sebastian, vielen Dank, dass du dabei warst. Tschüss. Ciao, ciao.
Ja, jetzt haben wir noch einen kurzen Slot, den wir nicht kurz bringen will. Wir gucken zwar ein bisschen auf die Uhr, aber ich sag mal heute, wir überziehen im Zweifel noch mal ein paar Minuten. Es war uns schon wichtig, mit Sebastian ausführlich sprechen zu können. Nichtsdestotrotz, ich habe es angekündigt, von daher will ich es natürlich auch kurz bringen. Wir haben die neuen Funktionen Team-Meeting-Apps in Teams. Und da will ich einmal ganz kurz zeigen, ihr habt es vielleicht schon gefunden, wenn ihr in einem Teams-Termin drin seid in eurem Kalender, haben wir jetzt oben die weiteren Karteireiter, unter anderem eben auch das Plus dazu bekommen. Und wenn wir auf das Plus draufklicken, dann seht ihr schon, haben wir 10. Oh nein, ich korrigiere. Es sind inzwischen mehr Apps schon dazu gekommen. Jetzt kann ich gar nicht so schnell zählen. 2, 4, 6, 7, 14, 15, 16, 17 Apps sind dabei. Bis, ich glaube, Anfang der Woche waren es noch 10. Inzwischen sind es schon 17. Es kommen also regelmäßig neue Meeting-Apps dazu. Was ist die Idee dahinter? Naja, ihr könnt dann Funktionen in eurem Meeting benutzen, um das Meeting ein bisschen spannender zu machen. Und ihr seht jetzt schon, wenn man hier kurz reinguckt, eine App kennt ihr wahrscheinlich alle, das ist die Forms-App. Also da können wir Umfragen mitmachen. Es gibt noch viele andere Apps. Ich habe mal zwei, drei mitgebracht, die wir uns gleich nochmal angucken werden, ganz kurz. Aber es sind ja auch etliche, die dann auch kostenpflichtig sind. Ich mal Asana halt anschauen. Die kriege ich jeden Tag 10-mal auf YouTube präsentiert. Ich muss mal Asana mehr gucken. Genau, ihr könnt das auch im Chat machen, wenn ihr in dem Besprechungschat drin seid, gibt es auch das Plus, könnt ihr auch was mit ranhängen, dann natürlich nur, wenn der Chat schon eröffnet ist, ne, wenn man den, wenn es den überhaupt schon gibt, aber ansonsten könnt ihr es da auch mit reinhängen und könnt schon Fragen vordefinieren. Und dann seht ihr das hier oben neben der Hand, komme ich da mit der Maus hin, genau da sehen wir jetzt ein Forms-Symbol. Das heißt, dort ist jeweils das Symbol der App, die ihr in das Meeting mit reingebaut habt. Ihr seht schon, ich habe hier einen Ausschnitt gemacht von dem Meeting. Das sind ja unsere Meeting-Optionen, die wir oben rechts immer haben in der neuen Meeting-Erfahrung. Wenn ich hier auf das Forms klicke, seht ihr schon, öffnet sich auf der rechten Seite ein Umfragenfenster. Das ist eben das, was neu ist. Das hatten wir vorher nicht. Und es wird meine Frage, oder ich kann auch mehrere Fragen vorbereiten, in diesem Fall in Forms, angezeigt. Und wenn ich die live stelle, seht ihr schon auf der linken Seite, wie dann also ein extra Pop-up-Fenster kommt. Das ist wirklich gut gelöst, weil das so, kann man es auch nicht übersehen, wo eben die Fragen beantwortet werden können. Und im nächsten Schritt ist es dann so, dass diese Ergebnisse eben sowohl in der im Meeting direkt angezeigt werden können oder aber natürlich auch im Nachgang in den Umfragen-Tab, den ich angelegt hatte, mir die ganzen Antworten nochmal angucken kann. Ich habe das jetzt einmal schnell durchgespielt. Da gibt es sicherlich noch so ein paar Do's und Don'ts und auch das Thema Gäste ist so ein bisschen eingeschränkt. Dazu kommt noch das Thema, du kannst es auch nur in der Teams Windows-App richtig benutzen, also am iPhone zum Beispiel oder auch im Browser funktioniert es nicht richtig. Das sind natürlich alles Sachen, die man auch irgendwie wissen muss an der Stelle. Aber diese Meeting-Apps, denke ich, sind schon ein großer Mehrwert, um einfach mehr Flexibilität da reinzubringen. Und vielleicht nochmal, hallo Sven. Sven ist auch mit dabei, genau. Genau, das ist das Mitarbeiter-SOS-Team von Franz. Genau, also wir haben nochmal zwei, drei Apps habe ich mitgebracht. Wakelet, ich weiß nicht, ob ihr Wakelet kennt. Wakelet ist auch eine Drittanbieter-App, die es möglich macht, dass man Links sammeln kann. Und die kann ich also in verschiedenen Bereichen sammeln, kann diese Bereiche vordefinieren und die kann ich auch entsprechend mit ins Meeting reinhängen. Wenn ich also Zugriff haben möchte auf meine Wakelet-Liste mit den verschiedenen Internet-Links, dann kann ich das entsprechend hier mit ins Meeting reinnehmen, wenn ich die dafür brauche. Slido ist... Ich sollte mal meine eigene Sendung machen, wo jeder mal seine Top-Apps vorstellt, weil es sind mittlerweile über 670 Apps, also es ist grandios viel. Und ich würde wirklich echt sehr, sehr gerne wissen, was von euch, liebe Zuschauer, was eure präferierten halt Apps sind, um die mal tatsächlich halt auch zu testen. Habe ich tatsächlich auf meiner Liste stehen, Ragnar, dass wir mal so eine App-Show machen müssen. So. Ja, weil da gibt es einfach genau. So viel. Vorher, genau, ja. Eine Woche vorher irgendwie eure Sachen sammeln und dann könnt ihr die vorstellen und so. Würde mich brennend interessieren. Dann haben wir noch Slido. Slido ist auch ein Umfragetool, deutlich umfangreicher als Forms, würde ich mal an der Stelle sagen. Ich sehe jetzt so ein paar Screenshots hier. Gibt es in der kostenlosen und in der kostenpflichtigen Variante. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Ist definitiv noch ein bisschen mehr, wenn man wirklich viele und umfangreiche Umfragen machen will.
Range habe ich noch mitgebracht. Das letzte, Range, ist ziemlich cool, weil Range ist an und für sich etwas, wo es darum geht, dass wir im Team gemeinsam zusammenarbeiten können über Grenzen hinweg. Und ja, das klingt schon ein bisschen wie Teams. Und ja, die haben auch irgendwie eine mega Slack-Integration. Habe ich jetzt nicht gesagt. Aber was sie haben, ist die Meeting-App. Und die ist ganz cool, auch wenn man das jetzt nicht so gut sehen kann. Ich mache es mal ein bisschen größer. Kann, zack, Maus einmal zurück hier. Wo ist das StreamYard? Vielleicht kann man es dann besser sehen. Nein, nicht so richtig. Ihr seht das oben. Da habe ich die Range-App quasi mit integriert. Und was es dort gibt, ist zum einen das Team-Roulette. Ja, das kann man einmal Spin drücken. Das ist ziemlich cool. Das heißt, da wird dann derjenige ausgewählt, der anfangen muss. Ja, wenn man also im Zufallsprinzip irgendwie, einer muss jetzt starten im Meeting, kann man hier auf Spin drücken. Dann wird ein Name zufällig ausgewählt von allen Teilnehmern, die im Meeting drin sind. Und der wird dort angezeigt. Und rechts seht ihr das ein bisschen weiter. Da haben wir die, den Icebreaker. Das heißt, hier haben wir eine Möglichkeit, da steht hier schon, what's your favorite core? Kannst du mit Shuffle verschiedene Fragen definieren vom Icebreaker, die dann quasi von allen beantwortet werden müssen, damit das Meeting starten kann. Also, das finde ich, sind zwei witzige Funktionen, die eben die Range-App mitbringt und die man dafür super gut nutzen kann. Also, Meeting-Apps in Teams. Ihr könnt eine ganze Menge damit eure Teams-Meetings pimpen. Ich denke, das ist eine gute Sache, wenn wir da einfach mal weiter dranbleiben und einfach schauen, was für neue Meetings oder neue Meeting-Apps dazukommen in der Zukunft. Ich glaube, das bringt da nochmal ein bisschen Abwechslung da ganz das Ganze rein. Oder wir machen meine Sendung rund um die besten Apps für die Weihnachtsfeier. Das war was. Die besten Apps für die Weihnachtsfeier, genau. So, dann kommen wir noch eben zu den Community-Events. Schau mal rein, das ist ein bisschen ausgedünnt. Das Jahr nähert sich ja dem Ende. Jawohl, und da sehen wir es schon, natürlich wieder SharePointSocial.de User Group von Michael Gret, die Übersicht aller verbleibenden Events, Meetups, die wir dieses Jahr noch haben. Ich mach's mal ein bisschen größer. Die Liste ist doch noch ein bisschen länger geworden, als beim letzten Mal war, aber ihr seht es, am 17.12. ist dann irgendwie Schluss. Naja, und wir sind ja schon langsam in der Planung fürs nächste Jahr drin, was da alles kommen soll. Schaut auf jeden Fall mal rein. Wir verlinken die Links in den Shownotes natürlich auch, damit ihr da nochmal schneller wieder hinkommt. Dann morgen steht an Collab Days, Winter Across the Alps, Munich and Vienna. Genau, das heißt morgen einen ganzen Tag Programm. Wer morgen also noch Zeit und Lust hat. Alex? Hast du was? Nee, ich habe tatsächlich mal keinen Slot. Mensch, ich habe mich nicht beworben. Nee, jetzt Jahresende. Genau. Too much. Nee, ich habe nee, 5 Uhr einen Vortrag, SharePoint-Modernisierung. Mit Bordmitteln, ja, ohne Tools. Den muss ich mir angucken. Sehr gut. Nee, aber es gibt ja wirklich gute Slots, die ich schon gesehen habe. Also von daher, ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Dann haben wir am Dienstag noch ACM Teams Europe kommt wieder. Da habe ich einen Slot mit, wie führen wir Teams eigentlich bei kleineren Kunden ein, bei SMG-Kunden ein. Und danach haben wir eine Panel-Discussion mit den verschiedenen Teilnehmern aus unterschiedlichen Ländern. Sprechen wir mal, wie so die Erfahrungen da sind. Wie führen wir Teams eigentlich in Unternehmen bis 1000 User ein? Ja, also kein Enterprise. Und dann haben wir noch den SharePoint Summit am 16. Dezember. Kannst du noch mal eben, genau, da unten ist der Link nämlich noch. Am 16. Dezember ist, glaube ich, jetzt die letzte Veranstaltung, die ich hier drin habe. Genau. So, haben wir das auch geschafft. Zack, jetzt müssen wir wieder zurückspringen. Eine Hiobsbotschaft vom Wütti, das ist sehr schade. Oh. Ja. Fällt aus. Fällt aus. Schade, schade. Gut, dann springen wir mal schnell rüber. Wir wollen noch auflösen, wer dieses super geile Headset gewonnen hat. Jawohl, und wir machen mal eine schnelle Auflösung dazu. Wir gratulieren ganz herzlich Thomas Heinz. Thomas Heinz hat ein Voyager 4210 Office von Poly gewonnen. Vielen Dank, Poly, für die Unterstützung in dieser Sache. Ein super Headset. Wir haben das bei uns in der Firma auch im Einsatz, kann ich nur empfehlen. Mit entsprechender Geräuschunterdrückung und allem, was man eben braucht und dem Teams-Button. Sehr gut. Dann machen wir noch einen kurzen Ausblick, was wir nächste Woche haben. Denn da sehen wir uns natürlich auch wieder. Na, ich möchte mal ganz kurz erinnern, die vielleicht ein bisschen später eingeschaltet haben. Wir wollen euch zu uns in die Show holen. Ihr könnt mit dabei sein als Live-Gast in unserer Show. Schnappt euer Handy und dreht ein kurzes Video. Schickt es uns mit dem Thema, was ist dein bester Teams-Tipp? Wir werden die besten Teams-Tipps sammeln und dann auswählen, welche
Zuschauer wir live in die Sendung reinholen und mit euch am 17.12., habe ich gar nicht reingeschrieben, ne? 17.12. eine kleine Weihnachtsfeier zusammen machen wollen. Es wird auch was zu gewinnen geben, also dreht ein Video mit eurem Handy, eurem besten Teams-Tipp kurz beschreiben und aber nur, wenn ihr übrigens auch veröffentlicht werden wollt, denn wir werden das natürlich auch dann der Community zur Verfügung stellen, wenn wir schon die besten Teams-Tipps haben. Sharing is caring. So sieht es nämlich aus. Und dann machen wir noch das Letzte. Wo ist es hier? Nächste Woche haben wir René Schulz mit dabei, Director Head of B2B Europe von Logitech. Freue ich mich sehr drüber. Natürlich bringt René auch ein bisschen Logitech-Hardware mit. Die werden wir den Abend verlosen. Da lassen wir uns noch mal ein bisschen überraschen. Was kommt nächste Woche Donnerstag, 21 Uhr, Logitech und Teams? Also ihr habt sicherlich alle irgendwie ein Room System oder eine der vielen tollen Hardware-Devices, die Logitech hier zur Verfügung stellt, Kameras mit dabei. Und was wir natürlich auch wieder haben, Mr. Power Magic, Andreas, du bist wieder mit dabei. Wir freuen uns sehr auf dich. Du hast mir einen kleinen Tipp mitgegeben, was ich anteasern darf. Not macht erfinderisch, Gastro goes digital. Das ist das Thema für die nächste Woche. Jetzt zu den Demogötter anfangen zu beten. Ja. Andreas, genau, wir hoffen, dass das alles gut wird. Es muss ja irgendwann mal gut werden. Also von daher bin ich da ganz zuversichtlich. Ja, sehr gut, mein lieber Ragnar. So ist es denn. Das war der 3. Dezember. Wir sind durch mit unserem Programm und freuen wir uns auf nächste Woche, oder? Mit Weihnachtsmützen? Oder genau. Wie machen wir das? Bis dahin, bleib gesund. Komm gut durch die Woche. Genau. Und dann alles klar. Dabei sein. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao.